Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Deponia. Ich wollte gerade schon wieder Minecraft Tech World 2 sagen. Meine Güte, irgendwas sagt mir, ich muss gleich mal Tech World aufnehmen. Und es ist nicht meine Tätigkeit, dass ich schon die ganze Zeit Tech World sagen möchte. Okay, wir haben jetzt halt Aufputschmittel, eine Spritze bekommen. Ich würde sagen, so eine Spritze eignet sich doch wunderbar, um einem wilden Testosteron gefüllten Stier das Blut aus den Adern rauszuziehen, oder? Und ja, komm, Rufus, der ist doch eh so ein Spezialist, der schafft das doch mit links, während er drauf reitet, oder? Testen wir das doch mal. Einen zornigen Stier Blut abzapfen? Oh, Kinderspiel. Ja. Stierblut? Check. Lief doch wie geschmiert. So, und jetzt denke ich echt wieder ein bisschen was. Meine Güte. Ich weiß echt, dass der Knackpunkt momentan bei Vents ist. Ich weiß, dass man hier einen Luftballon in den Kaminofen reinschicken musste. Aber der bleibt nicht hängen. Wir brauchen also doch noch einen Haken. Ah, komm, bohren wir schon mal hier ein bisschen was im Büro rum. Einfach ein bisschen demolieren. So, aber wie kam ich jetzt noch mal da an die Haken ran? Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber. Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch. Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, ich wollte eigentlich mal hier hingehen und alles versuchen, was geht, aber jetzt weiß ich wieder, wie man in den Haken kommt. Man versucht Coupons zu klauen und während Toni meditiert, geht man einmal in die Haken rein. Ah, ouch! Ey! Aua! Guck mal! Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Okay. Ich würde sagen, das war schon mal eine ganz produktive Aktion. Dann gehen wir dann mal zu Toni nach Hause und öffnen mal den Arztschrank und plündern den mal bitte. Okay, Apothekenschlüssel.
Hier haben wir Beruhigung und... Achso, das ist die Klappe. Weil ich so ganz versucht habe, kommen wir den Papagei eigentlich mit dem Aufputschmittel. Er schlägt nicht drauf an. Habe ich das Gas etwa falsch dosiert? Ach was, ich weiß schon, was ich tue. Nein, du hast das nicht falsch dosiert. Du hast ihm einfach Vollbeere eigentlich mit Lachgas verpasst. Aber gut. Gehen wir dann mal weiter. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Lachgas-Luftballon. Heißt das eigentlich auch Luftballon, wenn er mit Lachgas gefüllt ist? So, dann gehen wir doch jetzt mal zur Wenzel, weil jetzt weiß ich auch schon wieder, wie es weitergeht. Hallo Wenzel, beachte mich nicht. Ich gehe mal kurz noch dein Bad benutzen. Toni ist kaputt gegangen. So, wir haben jetzt hier den Haken, den verbinden wir mit dem Ballon mit Lachgas. So, dann hauen wir die mal in den Kaminofen rein. Und die Klappe bleibt offen. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Ja, der lustige Teil kommt noch. Können wir die Klappe eigentlich zumachen, oder? Doch. Du Wenzel, da würde ich jetzt erstmal dich raufgehen. Ich habe da, ja, ich hatte furchtbaren Durchfall, ne? Bis gleich. So, und wir können ja auch noch hier zum Wassertank. Da gehen wir jetzt mal hoch und... Holla, Leo! Ja, komm, wir haben jetzt so ein Chaos bei Wenzel angerichtet. Ich glaube, der braucht mal wieder neues Frischwasser, ne? Oh mein Gott, Wenzel... Der arme Wenzel. Sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich es verpasse. Ja, jetzt war ganz schnell zu Wenzel und den Spaß nicht verpassen. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Blöde Wasserquelle. Juhu. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Bestimmt sind da auch noch Mineralien drin. Widerlich. So, jetzt haben wir unsere Wünschelrute wieder. Jetzt geht er erstmal zum Bürgermeister. Wenzel wird ja gerade dahin gegangen sein. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Na gut, jetzt geben wir erstmal den Bürgermeister auf die Fresse, dass wir Gold mitnehmen können. Mach Platz, du Schlumpf.
Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Was? Wer stört? Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Moment. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, manipulieren Sie das Erdmagnetfeld? Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. So. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich habe sie gefunden. Aber ich habe sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich habe sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuvak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Lassen wir bei Aspekt außer Acht, dass sie vom Himmel gefallen ist. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Na, so ein Pech. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Ich muss echt leider sagen, mir gehen die Argumente aus. Mir gehen die Argumente aus. Endlich! Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Und ob. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch sagen, dass ich meinen Wohnsitz abmelden möchte. Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorrst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Das tat jetzt aber echt...
komme aber immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Okay. Das Mädchen gehört zu mir. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Ja, aber dann gehen mir echt ganz ehrlich die Argumente aus. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Nichts weiter. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Lotek out. Ach, ich will nur mal mit ihm reden. Nanu? Er ist weg? Naja, auch gut. Schauen wir mal unter den Kisten. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Und das Erdmagnetfeld ist jetzt mir. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Fernschreiber. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Oder es war eine versteckte Botschaft. M-A-C-H-T-S-G-U-T-I-H-R-I-D-O-N. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Diese Technik ist voll für die Katz. Ja, schade. Ich dachte, das wäre jetzt ein Spiel, das dann jetzt hier im Boden irgendwie einen Faden liegt. So, was ist denn noch eine Gegensprechanlage? Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Oder groß werden? Hier ist ein Wasseremblem. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Das ist die Wünscheroute von meinem Dad. Und jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar fällt mir gerade ein, dass die Folge hiermit offiziell vorbei ist. Sie ist schon ein bisschen länger, aber okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und beim nächsten Mal sorgen wir endlich mal dafür, dass Gold zu uns nach Hause kommt. Oder Toni nach Hause. Wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare und bis dahin, tschüssikowski, ciao.